So, da wären wir wieder. Gucken wir mal, was dabei jetzt rausgekommen ist. Also irgendein Kleidungsstück wird es wohl sein. Aber da wurde auch Metall verarbeitet und Leder und ich glaube sogar ein Steinblock. Keine Ahnung, was das werden soll. Aber eigentlich müsste er jeden Moment fertig sein. Normalerweise dauern diese mysteriösen Konstruktionen ja nicht allzu lange. Ah, die Weapon Racks sind fertig. Dann müssten die Armor Racks auch gleich durch sein. Dann könnten wir die adeligen Wohnungen ein bisschen ausbauen. Und er ist fertig. Corbon has created Emensirab. Eine braune Spinnseiden-Turban. Okay. Also Headscarf. Scarf ist eigentlich ein Schal. Ein Kopfschal. Und eine Recluse Spider ist halt eine besondere Spinnenart. Also irgendetwas, was sie zurückzieht. Okay. Also auf jeden Fall ein Seidenturban ist es geworden. Gucken wir uns den mal genauer an. 60.800 ist der Wert. Wow. Okay. Also Spinnenseiden. Turban, alle Zwergenhandwerk ist von höchster Qualität. Ja, es ist eingelegt mit Oval-Saat-Cabochons und Oval-Porzellan-Cabochons, dekorierten Mahagoni, umrundet mit Bändern aus Höhlenspinnenseide. Es ist gemacht aus brauner Recluse-Spider-Silk. Dieses Objekt ist verziert mit hängenden Ringen von Hundeleder. Und hat Stacheln aus brauner Spinnenseide? Stacheln aus Seide? Okay. Ah, okay. Es ist verziert mit Stacheln aus brauner Spinnenseide, normaler Spinnenseide, Saat, das ist eine Art Stein, und Stahl. Die haben Stahlbarren verballert dafür. Oh weia. Aber ja, also dieser Seidenturban hat Stahl- und Steinstacheln dran. Das macht vollkommen Sinn. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Menschen in Hundeleder. Ich bin jetzt fast versucht, davon ein Bild zu zeichnen. Das sieht bestimmt sehr abstrus aus. Gibt's übrigens im Dwarf Fortress Forum so eine Herausforderung, wo man Sachen zeichnet. Finde ich ganz cool. Sind recht geile Bilder dabei. Aber gut, das hätten wir jetzt gemacht. Jetzt wollte ich gucken, was hier drüben los ist. Ob jetzt irgendwann mal ein Miner ankommt und da weiter buddelt. Wenn nicht, kann es sein, dass wir erstmal minern müssen, also die Wand da wegtragen und dann erst eine Treppe nach unten bauen können. Oh, und was sehe ich da in der Wand? Gold! Ganz viel Gold. Richtig, richtig viel Gold. Hier ist überall Gold. Ich sehe schon unsere Miner sterben, weil wir das alles abbauen müssen. Aber gut. Nee, blinkt immer noch nichts. Gucken wir mal unsere Mine. Wie viele Befehle da noch abgebaut werden müssen. Ah, hier haben sie schon. Da haben sie auch schon. Und hier überall auch. Das heißt, die haben eigentlich nichts mehr zu tun. Die haben ganze Arbeit geleistet. Sehr schön. Ah, hier wäre noch was. Aber natürlich kann keiner kommen, um das Ganze freizuschaufeln, denn unsere Miliz ist doch der Miner-Trupp. Das war jetzt kontraproduktiv. Okay, also ich nehme jetzt den Milizionären alle den Miner-Job weg und gebe den irgendwelchen x-beliebigen Haulern. 3, 4, 5, 6, 7. So. Und jetzt müssten die Hauler sich die Pickaxe schnappen und dann dahin laufen. Wenn die Milizleute nicht die Pickaxe dabei haben. Aber die müssten ja eigentlich ihre Äxte in die Hand genommen haben. Oh, ich glaube, da kommt gerade jemand. Na komm schon, wo ist... Ja, da blinkt es. Ding, 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 ding. Treppe runter ist da. Mittlere Treppe ist da. Treppe nach... Oben ist da. Und jetzt haben wir Zugang zu dem Höhlensystem. Also, Kampftrupp, move. Lauf mal dahin, da ist ein schön großer Raum. Und ihr Miner, wo ihr gerade mal hier seid, nehmt doch mal bitte das kleine bisschen Gold hier so mit. Muss ja nicht viel sein, nur so ein
Ganz bisschen. Ich muss mich da echt zurückhalten. Obwohl wir es ja nicht... Oh, die nehmen eine Abkürzung. Huh. Oh, was haben wir hier Schönes gefunden? Sieht aus wie Gips. Nee, Marble. Das müsste ein Fluxstein sein. Sehr schön. Oh, 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 ich sehe gerade. Unsere Leute fangen jetzt auch an, die Sachen hier unten im Höhlensystem einzusammeln. Zum Beispiel diese kleinen Sternchen da. Das sind Spinnenweben, wenn ich mich nicht irre. Ja, Cave Spider Silk. Das heißt, unser Stoffzwerg läuft jetzt hierher und versucht, die Spinnenseide einzusammeln, um oben daraus richtige Seide zu machen. Noch ist das okay, weil wir hier unten keine Monster gesehen haben. Aber das müssen wir später alles rigoros kontrollieren. Das heißt, wir werden einen Burrow definieren müssen, der über unser ganzes Fort geht. Nur um sicherzustellen, dass halt die Zwerge alle wirklich drin bleiben und nicht hier irgendwie rauslaufen. Aber gut, ich guck mal ganz kurz hier auf andere. Wir haben einen Goblin-Dieb, der ist eingefangen. Wir haben die Wildtiere. Aber in dem ganzen Höhlensystem, das wir bisher aufgedeckt haben, scheinen keine Monster zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Denn unser Miliztrupp wird langsam grumpig. Die haben hier alle Durst und Hunger. Das muss nicht unbedingt sein. Also lösen wir den Befehl mal kurz auf. Cancel Station und inaktiv. So, hoffentlich lassen sie ihre Waffen jetzt nicht liegen. Sehr schön. Jetzt können die hochlaufen, sich ein bisschen ausruhen. Und währenddessen gucken wir, ob sich hier irgendwas verändert. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen übersichtlicher machen. Also zum Beispiel hier die ganzen Wände weghauen, damit wir wirklich sehen, wenn jemand nah rankommt. Weil jetzt ist hier so viel Wusel und so viel Kleinkram und über mehrere Ebenen das Ganze verteilt, dass ich ja nicht so wirklich einen Überblick habe. Oder wir buddeln einfach die Zugänge nach unten hier dicht durch Platten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah, schönes Gold. Ist hier noch irgendwelches andere Metall? Ich sehe nur Edelsteine, Gold, den Fluxstein, noch mehr Gold, noch viel, viel mehr Gold. Nö, sonst sehe ich nichts. Aber gut, falls irgendwas passieren sollte, gibt es bestimmt auch eine Meldung. Es irritiert mich nur, dass hier gar kein einziger Gegner ist. Also nicht mal irgend so ein ganz leichter. Das finde ich komisch. Aber sei es drum. Was ist mit Hex los? Der hat hier so einen roten Pfeil nach unten. Ich glaube, der ist traurig. Und was ist das da für ein Blutfleck? Was ist mit dir los? Zeig mir mal deine Gedanken. War unglücklich in letzter Zeit. Hatte Durst. War depressiv wegen einer langen Patrouille. Ah, okay. Hat sich über die Zugluft beschwert. Hat in einem schlechten Dining Room gegessen? Wieso das denn? Der müsste doch eigentlich oben gegessen haben mit den ganzen anderen. Er hat den Tod mitbekommen. Also er hat einen Tod miterlebt, dass jemand umgebracht wurde. Das war wahrscheinlich irgendeiner von den Falken. Er hat vor kurzem Essen bekommen und er hat vor kurzem Trinken bekommen. Oh, er war wohl kurzzeitig im Hospital. Weil wenn sie dann selbstständig nicht loslaufen können, um den Alkohol zu kriegen und das Essen, dann werden sie gefüttert. Und ich glaube, das ist sogar ein positiver Gedanke. Oh, er hat in letzter Zeit jemanden zusammengeschlagen und er war zufrieden bei der Arbeit. Die beiden hintereinander sind irgendwie eine komische Kombination. Ah, und hier haben wir noch einen Negativpunkt. Er wurde vor kurzem von der Sonne irritiert, weil er halt rausgehen musste. Das mochte er wahrscheinlich auch nicht und deswegen ist er jetzt so grumpig. Und jetzt will ich gucken, ob das da wirklich ein Blutfleck an der Wand ist. Nee, nicht V. K. Aha, das ist das von dem Falken. A Spattering of Peregrine Falkenblatt müsste das heißen. Wie kann ich das eigentlich ganz anzeigen lassen? Also hier ist ja ein Stück abgeschnitten, genau wie bei dem Namen von dem einen Zwerg vorhin. Aber ich kann hier nur zwischen den Dingern hin und her schalten, aber ich kann sie mir nicht genauer angucken. Das ist schade. Oder ich habe da jetzt irgendwas übersehen. Und der Stoffhändler kann immer noch nicht zu der Seide. Warum auch immer.
Wie schaut es eigentlich da unten jetzt aus? Das Gold wurde abgebaut, soweit so gut. Wir haben jetzt Zugang zu außerhalb der Karte. Also seht ihr, hier sind offene Felder und hier ist die Karte zu Ende. Das heißt, Gegner aus dem Untergrund, aus der Außenwelt können hier reinkommen. Das ist übel. Wir sollten auf jeden Fall da und da überall Mauern bauen. Allgemein sollten wir recht viele Mauern bauen, um uns ein bisschen abzusichern, dass wir immer wissen, Gegner kommen auf jeden Fall immer aus der Richtung zum Beispiel. Das machen wir noch gleich mal. Wir hätten gern eine Mauer, sagen wir mal da. Dann hätten wir gerne eine Mauer da. Das ist ein bisschen redundant, hm? Machen wir es mal anders. Weg. X. So, B, C, W. Wir hätten gerne eine Mauer hier. Und wir hätten gerne, wo ist der nächste Durchgang? Da. Und da. Und da. Weil die dürften theoretisch hier schräg durchgehen können. Und machen wir erstmal da hinten eine. Oh oh, hat er da was aus Blöcken gebaut? Ah, stimmt. Ich habe jetzt gelesen, wenn man Steine jetzt zu Blöcken verarbeitet, kommt aus einem Stein 4 Blöcke raus. Und die Blöcke können sie auch wesentlich schneller tragen als die Steinblöcke. Das heißt, Blöcke sollen jetzt eigentlich das Material sein, aus dem man Mauern und so weiter aufbaut. Also nehmen wir mal die Granitblöcke für die ganzen Dinger. So, Granitblock. Granitblock. Ja, es ist eine Menge abzusichern. Granitblock und da auch noch ein Granitblock. Den machen wir später auch noch da einen hin. Und danach dürften nur aus der Richtung Gegner kommen können. Aber ja, unsere Masons haben erstmal eine Menge zu tun. Und ich verstehe nicht, warum unser Stofftyp den Weg nicht finden kann. Collect Webs hat als Auftrag bekommen. Das suspenden wir mal. Und seht ihr, die flitzen jetzt alle ganz schnell mit den Steinblöcken. Das heißt, oben bei unserem Komposthaufen hätten wir das mal auch so machen sollen. Aber man lernt immer dazu, nächstes Mal weiß ich das. Ja, diese Neuerung, dass die Steine jetzt so schwer sind, ist echt übel und hat ganz schön weite Konsequenzen. Aber sei es drum, das Stockpile ist schon wieder tierisch voll, aber mit Sachen, die wir auch gut gebrauchen können. Wo ist unsere Nobelwohnung? Da. Und da ist auch der arme Hex. Nee, Webster ist das. Unser Captain of the Guard. Der kriegt jetzt mal einen Armor-Stand dahin und einen Armor-Stand dahin. Und überhaupt kommt in jeden Raum ein Armor-Stand rein. So, dann hätten wir auf der anderen Seite noch, wo ist ein Weapon-Rack? Da ist ein Weapon-Rack. Haben wir da auch 6 Stück von? Jupp. Wie gefordert. Ja, dafür ist der Manager echt praktisch. Wenn man einigermaßen im Kopf behalten kann, was man so braucht. Gibt man einfach genaue Stückzahlen an, dann hat man nichts über und die Stockpiles quälen nicht über, wie wir es jetzt gerade haben. So, Koffer auch noch und Cabinets. Cabinets haben wir noch keine, schade. Container. Jetkoffer. 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 Dum-di-dum. Also das sind jetzt Koffer, sind quasi Truhen aus Stein. Sieht auch bestimmt recht stylisch aus. Ich kenne Truhen sonst eigentlich nur aus Massivholz. Aber das sind halt Zwerge. Wenn die auf Steinbetten schlafen, können die auch Steintruhen haben. So, und wenn die jetzt gleich alle hier hingebracht werden. Mir fällt gerade auf, dass ich die Hälfte von den Sachen aus Chert und die andere Hälfte aus Jet gemacht habe.
Das können wir später aber alles noch ändern. Erstmal sollen die jetzt das ganze Zeug nur haben, damit sie ein bisschen glücklicher werden. Ah, und deswegen hat er auch einen negativen Gedanken gehabt wegen dem Dining Room. Er ist ja nicht mehr oben mit dem Pöbel, sondern hat jetzt seinen eigenen Dining Room. Aber der ist halt nicht so schick bisher gewesen. So, gucken wir jetzt mal auf N. Captain of the Guard. Und er hat alle seine Sachen erfüllt. Also die Zimmer sind jetzt auch qualitativ gut genug. Er braucht jetzt nur noch ein Cabinet, also ein Kleiderschrank. So, was hat man noch? Wir haben inzwischen richtig, richtig viele Hunde. Davon sollten wir mal ein paar wieder zu Kriegshunden ausbilden, denn in den Kommentaren wurde schon gesagt, dass man die nicht unterschätzen sollte. Das heißt, wir machen jetzt aus dir, dir, dir und dir Kriegshunde. Also aus den Männchen. Weil die dürfen ja auch ruhig sterben. Wir haben ja unsere zwei Zuchthengste quasi. So, das sind jetzt schon eine ganze Menge. Die will ich jetzt aber alle nicht vorne vors Fort direkt machen, sondern hinter die ganzen Falltüren. Steinfallen und Käfigfallen, damit sie nicht so schnell verheizt werden, die Hunde. Also die beiden hier löse ich jetzt auf. Den Stockpile, also den Pasture für die ganzen Haustiere auch. Dann kommt ein Pasture, sagen wir mal hier hin in den Bereich. Da kommen die Kriegshunde rein. Und einen großen oben hier. Das ist jetzt zwar eigentlich der Refuse-Stockpile, wo die ganzen Goblin-Leichen hinkommen, aber darunter ist Gras. Also denke ich mal, dass die Tiere hier auch grasen können, auch wenn das ziemlich eklig sein muss. So, das ist Haustier, Haustier. Scheinen alles Haustiere zu sein. Was ist ein Gander? Ach, das ist ein Ganterich, also ein männliche Gans. So, Katzen können auch hier hoch. Der Goblin kann mal schön in seiner Zelle bleiben. Da müssen wir uns später noch was einfallen lassen. Die Tiere. Ja, okay. Rooster ist ein Hahn. Kaby Pup, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und die beiden auch noch. So, da müssten wir jetzt alle Haustiere zugeordnet haben. Gucken wir einfach mal. Was sagt eigentlich unser Essen und Trinken? Trinken haben wir nur noch 325. Das kommt daher, dass ich... Oh, die ersten Hühnereier sind da. Das sind ja richtig viele. Sehr schön. Dann können wir doch mal den Dwarven Wine wieder einstellen, dass er nicht verkocht wird. Davon hatten wir ja viel zu viel am Anfang. Deswegen habe ich das zum Kochen freigegeben. Jetzt ist es auf ein gesundes Maß gesunken. Denn wenn wir zu viel von einer Weinsorte haben, dann trinken die Zwerge halt primär diese Weinsorte oder Alkoholsorte. Und wenn sie zu häufig das gleiche trinken, dann werden sie schneller grumpig. Also sollte man immer darauf achten, dass die Hauptalkoholsorten, also Ale, Wine, Cherry und was auch immer das andere noch ist, dass die immer gleichmäßig vorhanden sind. So, die Sachen werden alle verkocht. Das ist okay. Irgendwie fehlt aber was. Wir haben Plump Helmets, wir haben Pigtails, wir haben Caveweed und Sweet Pots. Sogar recht viel davon. Ja, wir haben richtig viel davon. Aber wir haben... Ne, wir haben gar nicht so viel zu trinken. Das heißt, Efon muss einfach mal ein bisschen reinhauen. So, wir haben inzwischen sogar zwei Brewer. Ne, Efon war der Koch. Liberty war unser Brauer, genau. Also Liberty und der andere, wer auch immer das ist. Wer bist du? Das bist Liberty. Das ist nur ein Howler. Wo bleibt der zweite Braumeister? Na gut, die beiden werden jetzt auf jeden Fall mal reinhauen, unsere ganzen Pflanzen zu Alkohol verbrauen, damit wir gucken, wie viel wir da noch über haben. Und ob wir neue Fässer brauchen. Und ich glaube, da ist eins von den ersten Steinfässern. Plant Barrel aus Tower Cap. Na, schade, nee. Aber die kommen schon irgendwann. Na gut, das soll erstmal für diese Folge auch reichen. Ich bin mal hier über die Zeit gegangen. Aber ich denke mal, das wird euch nicht so sehr stören. Also bis gleich.